So, und da wären wir auch wieder. Mürrem hat hier in dieser Nische, ganz schön versteckt, eine Sonnenpflanze gesehen, die sich recht ungewöhnlich verhalten hat. Und hat jetzt erstmal die Gruppe wieder zusammengerufen. Jetzt schauen wir mal, ob wir das Viech irgendwie erwischen können. Soll hier irgendwo sein, genau. Seltsam, die Sumpfranze scheint nur bewegungslos an der Ecke zu sitzen. Außerdem seht ihr etwas an ihrer Tatze glitzern. Du solltest sowieso gar nichts machen, du hast Wundfieber. Und du solltest auch nicht Mürrem im Weg stehen, denn Mürrem hat das Netz, um das Vieh einzufangen. Du hältst dich mal bereit, falls es aggressiv wird. Du wechselst mal den Gegenstand auf. Netz. Und gehst ein bisschen näher ran. Dann gucken wir mal, ob das Ding wirklich nichts macht. Nö, so weit, so gut. Noch näher ran. Und Gegenstand. Netz benutzen. Sehr gut. Die Ranze verheddert sich heillos im Netz und ist Sekunden später bewegungsunfähig. Als ihr näher kommt, um dieses ungewöhnlich friedfertige Exemplar seiner Gattung in Augenschein zu nehmen, bemerkt ihr etwas Seltsames. An einer Hand trägt die Kreatur einen großen, goldenen Ring in Form eines Drachenkopfes. Sehr gut. Wollt ihr das Tier gut verschnürt mitnehmen, es totschlagen, es laufen lassen? Wir wollen es doch mitnehmen und hoffentlich auch zurückverwandeln. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das am besten anstellen. Sie hat das Dokument, wo die Verwandlung beschrieben wird, und die Kugel. Trotzdem sollten wir das wahrscheinlich eher Talana machen lassen. Also sie hat auch die Sumpfratze, sehr gut. Und sie ist überladen. Dann gebt doch mal Gerugon ein paar von den Schwertern, die wir später schön verkaufen können. Nee, Kräuter nicht, aber die Knüppel. So. Also, Kristallkugel. Das Sumpfranzendokument. Und das Noctrux-Dokument. Das müsste das mit der Verwandlung sein. Noch irgendetwas? Ah, das Heidekraut. Hoffen wir mal, dass das richtige ist. Es sollte ja zu jeder Sumpfranze ein Heidekraut gehören. Sonst müssen wir halt gleich noch ein bisschen rumprobieren. Also, Gegenstand benutzen? Nein. Gegenstand benutzen? Nein. Tisch? Gegenstand benutzen? Das scheinen magische Zeichen zu sein. Es handelt sich offensichtlich um eine Transformationsanleitung und eine Abbildung ist als Heidekraut zu erkennen. Okay, Heidekraut benutzen? Mit dem Heidekraut scheint etwas nicht zu stimmen. Nichts passiert. Okay, du, Gegenstand wegwerfen? Ja. Das heißt, wir müssen jetzt wieder ins Wasser springen. Hoffentlich wird er nicht schon wieder jemand krank. Nein, sehr gut. Und zurück zu den Heidekräutern laufen. Die waren ja gleich um die Ecke. Quasi. Nee, ich hier. Können wir uns die Sumpfranze mal genauer angucken? Damit wir irgendwie herausfinden, welches Kraut wir nehmen sollen. Dies ist eine Sumpfranze. 500 Unzen. Das ist eine Menge. So. Ne. Ich hätte schwören können, die Kräuter wären hier irgendwo in der Ecke gewesen. Das war Richtung Exendorf. Ah ja, hier scheint es richtig zu sein. Hier müsste eine Reihe von Heidekräutern stehen. Ihr entdeckt 20 Pflanzen, die irgendwie an Heidekraut erinnern, in Reihe und Glied am Wasser entlang stehen. Wir suchen uns eine bestimmte raus. Ich glaube, das war gerade eins. Zwei? Wo ist das Heidekraut gelandet? Das ist jetzt nicht lustig. Wo ist das Heidekraut? Okay, schick einen Talana nach vorne. Einfach eine herausrufen, um sie näher zu untersuchen. Welche? Achso, wir haben das... Ah, wir haben gar nicht eine rausgeholt, sondern wir haben es nur angeguckt. Okay, wir hätten jetzt gerne Nummer 2. Ihr entdeckt nichts Besonderes, nur dass es sich um eine kräftige Staude handelt. Und Tiri geht es währenddessen immer schlechter. Ja, wir müssen uns eigentlich beeilen. Wir nehmen einfach gleich noch ein paar mit. Achso, das war Nummer 2 hatten wir schon. Eine rausrupfen.
Nummer 3. Nichts Besonderes. Eine rausrupfen. Nummer 4. Die scheinen alle nichts Besonderes zu sein. Na gut, probieren wir sie mal rein aus. Gegenstand benutzen. Nö. Gegenstand benutzen. Nö. Gegenstand benutzen. Nö. Wegwerfen. Ja. Wegwerfen. Ja. Wegwerfen. Ja. Ich sagte wegwerfen. So. Können wir in der Zwischenzeit vielleicht Tirik nochmal heilen? Wunden heilen, Tirik. Nö, ist noch nicht lange noch her. Na gut, unsere Helden werden jetzt Stück für Stück hier die Kräuter rausrupfen und versuchen, der Sumpfranze das zu verpassen. Wir melden uns dann wieder, wenn irgendwas dabei passiert ist. Oh, da wäre doch was passiert. Also, wir haben jetzt gerade ein Kraut rausgerupft und bevor wir es überhaupt anklicken konnte, kam hier sofort das hier. Plötzlich jault die Ranze, die ihr herumtragt, einmal laut auf und erschlafft. Au. Oh. Nein, nein, nein. Sei nicht tot. Gegenstand benutzen? Vor euren erstaunten Augen verwandelt sich das Tier in einen jungen, erschreckten, ausgemergelten, mageren Mann mit aufgesprungenen Lippen, der einen Drachenring am Finger trägt. Ist er tot? Das wäre jetzt noch eine recht wichtige Information. Wäre er etwas wohlgenährter und nicht so schmutzig, würde die Beschreibung, die ihr von Dragenfeld in Lowang bekommen habt, wohl auf ihn zutreffen. Der Mann öffnet kurz die Augen. Ah, das ist schon mal gut. Fällt aber sofort wieder in eine tiefe, fiebergeschüttelte Bewusstlosigkeit. Sehr schön. Also mit einer Zwischensequenz hätte ich nicht gerechnet. Akdan, er ist krank und er hat nur 4 Lebenspunkte und einen interessanten Ring. Geben wir ihm doch erstmal ein Wirselkraut, damit er nicht aus Versehen beim Heilversuch stirbt. Mürum füttert ihn. 14 Lebensenergie, sehr gut. Dann gucken wir uns mal die Krankheit an. Talent anwenden, Krankheit heilen. Akdan. Das ist nur Dumpfschädel, sehr gut. Zahl sei Dank. Krankheit ist gestoppt und 11 Lebenspunkte. Wie geht's unserem anderen Patienten? Tirik. Tirik hat 45 Lebensenergie. Seine Körperkraft geht langsam runter und wir können es nur von einem Heiler heilen lassen. Das heißt, wir sollten erstmal einen Stufenanstieg machen. Und danach eilen wir so schnell es geht nach Lowang zurück, um Tirik zu heilen und ihn hier abzuliefern. So. Mürrem, alle Eingaben von Hand vornehmen. Wir hätten gerne. Ich glaube, Körperkraft. Obwohl, sie braucht nicht wirklich Körperkraft, sie braucht nur die Sachen für Fernkampf. Dann geben wir mal Fingerfertigkeit. So, was soll gesenkt werden? Wir haben Höhenangst, Raumangst, Goldgier. Ich glaube, Neugier. Obwohl, ne, Jezorn sollte runter bei einer Elfe. Jezorn misslungen. Schade. 5 Punkte zu verteilen. Nicht viel. Wie viel sollen Lebensenergie investiert werden? Sie hat schon 42. Das ist gar nicht mal so schlecht. Also 0. Steigern sollst du bitte Speere. Aus Prinzip. Gelungen. Sehr gut. Schusswaffen. Sofort gelungen. Sehr schön. Waffenlos sparen wir uns erstmal. Sie sollte auf jeden Fall die Heilkunde-Fertigkeit noch weiter steigern. Nur für den Fall, dass Jella mal wieder ausfällt. Also Giftheilen gelungen. Obwohl, gerade Giftheilen könnten wir uns eigentlich sparen. Dafür haben wir ja Clarum Purum. Aber Krankheiten heilen. Handwerk, Krankheiten heilen. Jo, gleich nochmal gelungen. Sehr gut. Wunden heilen gelungen. Und noch ein zweites Mal Wunden heilen, bitte. Na komm schon. Wunden heilen? Ja, sehr gut. Jetzt Intuition. Sinneschärfe sofort gelungen. Oh, das ist ein sehr guter Anstieg. Also die Lebenspunkte waren nicht so toll, aber jetzt die Würfe sind... Ich hätte nichts sagen sollen. Ah doch, auch noch geschafft. Sehr gut. 5 Punkte nur noch übrig. Die sollten auf jeden Fall in Natur gehen. Wildnisleben?
Was haben wir hier noch? Schwimmen, Klettern, nö, ist alles okay. Ja, Rest der Natur. Also Wildnisleben, Misslung. Wildnisleben, Misslung. Tierkunde, Misslung. Ja, das ist alles schon so hoch. Na gut, einmal Pflanzenkunde. Gelungen, sehr schön. Wir hätten gerne Acceleratus auf 10, sehr schön. Balsam ist schon auf 10. Tiere heilen. Clarum Purum kannst du ruhig nochmal steigern. Wenn du es dann nochmal darfst. Nein. Genau, Adler, Wolf und Hammerhai darfst du ruhig auch nochmal steigern. So. Auch weil wir noch nie ausprobiert haben, was wir vielleicht mal nachholen sollten. Dann die nicht. Hellsicht. Kannst du ruhig einmal Adlerauge nehmen. Illusion. Camellio. Beherrschung. Somnigravis. Herr der Tiere ist immer noch bei minus 3. Das sollten wir auch gleich mal steigern. Auch wenn wir es nur einmal steigern können. Beherrschung brechen. Gelungen. Und Verwandlung beenden minus 11. Wie viel können wir das steigern? Auch nur einmal. Ja, nee, das wird nix. Was haben wir noch Schönes? Spurlos, trittlos. Bei Bewegung. Auch wenn sie das nicht wirklich steigern will. Nö. Und über Eis. Bewegung. So, was haben wir noch bei Veränderung vielleicht? Flimflamfunkel hat sie. Silentium. Ruhekörper und noch ein Punkt. Nehmen wir doch nochmal Ruhekörper. Untalana. Gucken wir mal, wie da die Würfel fallen. Wir hätten gerne Klugheit. Wir hätten gerne weniger Neugier. Dass sie sich ein wenig mehr unter Kontrolle hat. Kontrolle ist für den Magier ja sehr wichtig. Und 8 Punkte zum Verteilen. Sehr gut. Da nehmen wir 3 Punkte auf Lebensenergie. Denn ist ja auf 40 und das sollte dann fürs Erste eigentlich reichen. Zaubersteigerungsversuch umwandeln, ja. Steigerung umwandeln, nein. Sie hätte gerne Speere auf 10. Das wäre echt schick. Speere, nö, will sie nicht. Intuition verlässt sich auf die anderen. Natur brauchst du nicht wirklich. Wissen. Sprachen haben wir jetzt schon sehr häufig gebraucht. Das sollten wir auf jeden Fall weiter steigern. Auch wenn wir ja meistens mehrere Chancen haben. Also wir können uns das Dokument zum Beispiel immer wieder angucken oder immer wieder mit den bestimmten Leuten reden. Aber vielleicht kommen wir mal in eine Situation, wo dem nicht so ist und wir nur eine Chance haben. Das wäre dann schon ärgerlich. Götter und Kulte. Auch geschafft, sehr gut. Alchemie benutzt man fast gar nicht. Aber gehört trotzdem zu ihrem Repertoire. Alte Sprachen. Will sie nicht. 2 Punkte nur noch. Ja, einmal geschafft, sehr gut. So, Klettern 6. Schwimmen 5. Trotzdem ist sie recht häufig ertrunken. Also steigern wir das noch einmal bei ihr. So, 30 Steigerungsversuche Magie. Da nehmen wir doch gleich mal Acceleratus, nicht unbedingt Transversales. Noch mehr Transversales. Horiphobus. Wenn das jetzt nicht wird, versuche ich es nicht nochmal. Nö. Wir sollten nicht so viele Punkte in irgendwas verschwenden, was wir schon recht hoch haben. Verwandlung beenden, auf jeden Fall. Auch wenn es nur einmal geht. Illusion beenden können wir auch gleich nehmen. Beherrschung brechen. Auch einmal, sehr gut. Geisterbannen hat uns auch schon mal gut geholfen. Das nehmen wir auch noch gleich nochmal. Und Skeletarius und Furor Blut. Beides Beschwörungszauber, beide recht unpraktisch. Aber ich denke, sie passen ganz gut zu ihr. Dass sie wenigstens die Ansätze davon versteht. Was haben wir noch so, was an der Grenze ist? Böser Blick.
Das hätten wir jetzt auch minus 5. Müsste also schon sprechbar sein. Analyse können wir noch einmal steigern. Olim Arcanum. Balsam. Balsam ruhig nochmal. Ah, darf sie gar nicht. Clarum Purum. Auch nicht. Komm schon. Nö. Dann halt der ewige Kampf. Fulminictus. Fulminictus. Benutzen wir zwar fast gar nicht mehr. Gegen Vaxius? Nö. Nö. Und nö. Okay, was haben wir noch? Silentium hat schon Mürrem Schmelze auf minus 4, damit er sprechen kann. Und Dunkelheit, nö, Brenne. Verwandlung. Amatrus hat sie schon hoch. Parallel, Visibili vielleicht noch. Kann sie noch einmal steigern? Verständigung. Genau, Nekropathia sollte sie lernen. Wir haben nur noch einen Punkt. Da nix. Da. Irgendwas Wichtiges noch. Anti-Magie haben wir Verwandlung schon genommen. Beim Kampf haben wir Blitz, ich finde schon recht hoch. Fulminictus, Ignifaxius. Nö. Verständigung hat sie schon. Okay, letzter Punkt in Paralyp. Und Terrik hat einen Stufenaufstieg. Alles von Hand. Körperkraft. Jetzt dürften wir auch langsam wirklich genug haben, damit alle ihren Schuppenpanzer tragen können. Ohne sich großartige Gedanken machen zu müssen. Du senkst bitte die Goldgier ein kleines wenig. Also geschafft. 7 Lebenspunkte, schöne Sache. Du lernst bitte Äxte. Äxte. Komm schon. Nö, keine Axt. Waffenlos. Gelungen, sehr schön. Ja, das war das Falsche. Hiebwaffen. Sollte auch nochmal aufziehen. Falls er da mal was Schönes findet. Fahrzeuge hat er schon recht hoch. Schlösser knacken sollte er noch lernen, damit er für den Fall mal für Gwendel einspringen kann. Na, also, komm schon, gleich nochmal. Will er nicht. Ja. Körper. Klettern hat er sehr hoch. Schwimmen ist er auch schon recht gut. Tanzen, nein. Zechen hat er 12. Ja, hier brauchen wir nicht mehr wirklich viel. Dann nehmen wir doch nochmal Intuition. Sinneschärfe gelungen. Gefahreninstinkt wird wahrscheinlich nichts. Ah, doch, geschafft. Sehr schön. Dann haben wir noch für ihn Feilschen. Er war ja schließlich mal Händler. Das soll noch gepflegt werden. So. Und Schätzen passt dann auch noch. Gerugon. Alle Eingaben von Hand. Ebenfalls Körperkraft. Senken soll er seine Neugier. Gelungen. Und 4 Lebenspunkte. Das ist nicht schlecht. Geht besser, aber man soll auch mit dem zufrieden sein. Zweihänder. 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 Nö. Wie schaut's denn mit dem Einhänder aus? Nö. 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 Okay. Kriegskunst. Hat er schon 11? Das wird sehr schwer. Au, 12. Sehr schön. Körper. Du kannst. Hast schon recht gute Talente. Dann geh doch mal ein bisschen auf Gesellschaft. Einfach nur, um ein wenig besser auftreten zu können. Hier noch irgendwas Wichtiges? Wildnisleben? Nö. Nö, nö. Gassenwissen kannst du noch ein bisschen steigern. Das haben zwar die anderen auch und auch wesentlich höher, aber einfach, dass ich ein bisschen besser ausdrücken kann. Schätzen. Was haben wir noch? Menschenkenntnis kann auch nicht schaden. Lügen sowieso nicht. So. Und Begehren.
Kern minus 3. Ja. So, noch irgendwas Produktives. Zechen. So. Und das war der Bug. Sehr schön, damit wären wir durch. Und jetzt speichern wir es mal ab. Ganz schnell abspeichern. Neu. Ja, sichern. LP 055. Und in der nächsten Folge eilen wir dann nach Luwang. Also bis gleich.